to the city of lights, where everything's got a price. It's gonna be your favorite place. You could be a movie star and get everything you want. Just put some plastic on your face. This chase is a circus, you can't see the surface. They cover shit under the rug. You can't see the faking, they'll never be making. Just fill your drink with tonic and gin. So sip the gossip, drink till you choke. Sip the gossip, burn down your throat. You're not iconic, you're just like them. Whoa. Don't act like you don't know. So sip the gossip, drink till you choke. Sip the gossip, burn down your throat. You're not iconic, you're just like them. Whoa. Don't act like you don't know. Acting cool, don't care if your thing is blue. Nobody loves a gloomy face. This place is a circus, they just keep. So sip the gossip, drink till you choke. Sip the gossip, burn down the floor. You're not iconic, you're just like them. Whoa. Don't act like you don't know. So sip the gossip, drink till you choke. Burn down the throat. You're not iconic. You're just like them. Whoa. Don't act like you don't know. Don't act like you don't know. So sip the gossip, drink till you don't want it. The gossip, burn down your throat. You're not iconic, you're just like them. Whoa. Don't act like you don't know. Sip. You know. Frisuren hier. Schuhschnabel Schlips. Er ist Schlips mit Nachnamen. Schuhschnabel Schlips. Mehr SCA-Laute haben wir auf die Schnelle nicht auftreiben können. Toll. Verrückt. Wahnsinn. Geil. Performance. Wer ist das? Ja, Ray ist ganz nervös. Nee, Ray ist ganz nervös. Also, macht dich wahnsinnig. Es macht mir Wahnsinn, weil ich weiß, wer das ist. Ich habe einfach noch nicht die Namen. Ja. Also, Mist. Also, Mist. Sagen wir so, erstmal Englisch nicht Mother Tongue. Also, nicht sein Sicher? Ja, nicht seine erste Sprache. Krawatt. Träger des Jahres 2014. Ja. Ihr habt also schon über die Krawatte gesprochen. Und aber ich glaube, den Thema kann man wieder aufgreifen. Nein, wir wollen nicht über die Krawatte aber sprechen. Aber irgendwie, es killt mich. Das muss jemand sein, den wir kennen. Ja, das macht Sinn bei dieser Sendung. Ja. Prinzip verstanden. Oh Mann. Irgendwas, also in der ersten Sendung, die ich gesehen habe, habe ich gedacht, hä, keine Ahnung, wer es ist. Aber jetzt ist diese Tonlage so, dass ich das Gefühl habe, irgendjemand sagt mir gleich den Namen und ich bin total sauer, dass ich nicht drauf gekommen bin. Hä? Aber wir würden uns schockieren, weil so wie, wie er darstellt und aufs Knie geht und so. Und es ist nicht diese Person, glaube ich. Also ich glaube, diese Person lebt jetzt komplett diese Maske. Und das macht es umso schwieriger zu wissen, who the hell are you? Aber das könnte doch wirklich jemand international sein. Glaube wo nicht. Wir sicher nicht? Nein, ich bin auf nichts sicher. Auch diese. Okay. Ich habe zwei Ideen. Okay. So. Wir haben die Bilder an der Wand gesehen. Oh ja, ne? Ein Liedchen, Entschuldigung. Es gibt einen sehr berühmten Song von einem sehr, sehr guten Sänger, von dem ich großer Fan bin. Und. Auch das Labyrinth könnte ein Hinweis sein. Labyrinth-Film, in dem David Bowie mitgespielt hat. Und dieser Sänger hat einen Song von David Bowie
gecovert. Und ich wünsche mir seit ganz vielen Staffeln, dass er mal hier mitmacht. Und es wäre mega cool, wenn Laith Al-Din unter dieser Maske steckt. Laith Al-Din! So, war ich bisher. Heute hat er ja ganz anders gesungen. Ja. Und dieser Akzent, da ist irgendein Akzent drin. Ich dachte erst irgendwie norwegisch, irgendwas skandinavisches. Könnte aber auch irgendwie was bayerisches vielleicht sein. und dann nochmal dieser Schuh. Wer LOL gesehen hat, weiß, welchen Song ich meine. Ja, okay. Wer aktuell auch bei LOL mitmacht. Ist Ray Garvey. Ist... Aber ich bin das nicht. Ich und dem auf jeden Fall auch die blau-weißen Farben ständig passen würden, wäre der Michel Mittermeier. Und das ist ein bayerischer Akzent. Ah, Quatsch. Na. Auch gut, der kann super singen. Hallo, Michael Mittermeier. Ach so, stimmt. Das ist Michael Mittermeier, der ist oft blau. Stimmt. Oh. Und er hat silbergraues Haar, wie die Federspitzen. Ja. Oh Gott, das hält mein Brain nicht aus. Ich finde jeder Vorschlag im Moment, also ich habe gedacht irgendwie, wer ist oft zu sehen im Moment, wer könnte hier sein? Also Tim Bensko habe ich gedacht, aber das ist so eine komplett andere Figur als der Person. Ich weiß, du bist nicht Tim Bensko, entspann dich. Ja, aber weißt du, guck mal, aber überleg mal. Ich finde, wenn man jetzt nochmal, ihr habt sicher über die Krawatte gesprochen und so weiter. Sag, aber was du noch zu sagen hast. Das ist ja jetzt kein Hinweis, die Krawatte ist ja kein Hinweis darauf, ne, um das zu vergleichen. So. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, ne, man macht bei Masked Singer mit und dann kommt man da hin und sagt, was habt ihr denn für ein Kostüm für mich? Und dann sagen die so ein Vögelchen, dann sagst du, ja schön, und zeigt man, wie das Kostüm aussieht. Und dann kommen die mit dem Ding, am Ende hängen die das noch da so hin. Ja, ja. So, welcher Kollege, Leute, sagt da, das lassen wir dran. So. Hey, oder? Und dann ist doch wieder... Aber leider fallen mir da ganz viele... Scheiße. Ey, Leute, das ist ein Familienshow. Immer im Kopf gerade so. Bitte. Genau, das Dumme ist, das schließt niemanden aus jetzt als erstes. So. Hast du einen Namen am Ende des Jahres? Ist ein Name möglich. War das ein Name? Habe ich einen Namen gehört oder war das nur eine These? Alle, die hier, Hinweis war doch auch Feuer, Lagerfeuer. Ja, ach, einer, der auch am Lagerfeuer singt. Bravo, alle. Ich sage alle. Alle. Okay. Es könnten alle sein. Ja. Vielen Dank. So genau wollten wir es gar nicht wissen. Der Schuhschnabel mit Krawatte. Mag mich auf jeden Fall. Wenn ihr nicht genug bekommt, dann klicke hier. Oder abonniere doch gleich unseren Kanal, um kein einziges Video zu verpassen. Ich würde es tun, da oben. Außerdem kannst du hier nochmal alle Folgen in Ruhe auf Join ansehen.